Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gesprochen von Wolfgang. Bitte prüfe mit Herz und Verstand den Wahrheitsgehalt selbst. Die Arcturianische Gruppe, 2.12.2018. Sich als Selbst zu erkennen, ist Selbstliebe. Empfangen durch Marilyn Raffaeli, übersetzt von Shana. Die Menschen auf der ganzen Welt werden sich zunehmend der verborgenen Pläne jener bewusst, die sich dem Selbstdienst widmen. Die falschen Überzeugungen und Konzepte, die die dreidimensionale Welt seit Jahrhunderten beherrschen, tauchen auf, um wieder in Energien des Lichts umgewandelt zu werden. Energie löst sich nicht auf, sondern verändert sich im Verlauf der Entwicklung. Andere Planeten haben es getan, und jetzt ist die Erde an der Reihe, sich zu einem Planeten zu entwickeln, der mit anderen entwickelten Planeten ausgerichtet ist. Lasst nicht zu, dass das Chaos der äußeren Szene als Wirklichkeit im Bewusstsein bleibt, sondern erinnert euch daran, dass das göttliche Bewusstsein das alles ist, was es gibt, unfähig ist, sich selbst als Chaos, Gewalt oder Leiden auszudrücken. Wenn Gott sich nicht als diese Dinge gebildet hat, dann müssen sie nur als falsche Schöpfungen existieren, als Manifestationen eines kollektiven Verstandes, der durch den Glauben an Dualität und Trennung bedingt ist. Dies ist die Illusion, von der so oft gesprochen wird. Die Erde und ihr Volk sind real und nicht illusorisch, aber hypnotisierte Bewusstseinszustände interpretieren ihre Realitäten falsch. Dies macht die Illusion aus. Die Hitze wird sozusagen aufgedreht, weil jene, die öffentlich für ihre selbstsüchtigen Handlungen anerkannt werden, diese Exposition fürchten und versuchen, den Status quo durch Tricks und Angsttaktiken, die in der Vergangenheit erfolgreich waren, aufrechtzuerhalten. Alles, um die Mehrheit abzulenken und nicht informiert zu halten. Lernt, zentriert zu bleiben und in diesem klaren, kühlen Brunnen der Zufriedenheit zu ruhen, unabhängig von äußeren Erscheinungen. Seht euch weniger Nachrichten an, trennt euch von der 24/7-Elektronik und achtet auf negative Diskussionen. Wenn ihr euch in einer solchen Situation befindet, korrigiert nicht die anderen, sondern bleibt zentriert und ausgerichtet. Werft einen Samen oder mehr der Wahrheit heraus, wo es Aufnahmefähigkeit gibt. Es kann vorkommen, dass ihr zu einem hitzigen Gespräch geführt werdet, um Licht hinzuzufügen, das zum Öffnen und Abheben der Energie hilft. Werft niemals eure Perlen hin, wo sie mit Füßen zertreten werden können, sondern lasst euch die Intuition immer als Führer dienen. Dies kann bedeuten, nichts zu sagen oder zu tun. So gießt ihr heimlich und still sanften Lichtregen auf das Feuer der Verwirrung. Das ist Lichtarbeit. Es gibt viele auf der Welt, die spirituell bereit sind, tiefer zu gehen, aber zögern, etwas zu tun, was ihren bequemen, dreidimensionalen Lebensstil ändern könnte. Diese Lieben öffnen sich normalerweise nicht für die tieferen Wahrheiten ohne eine Art Weckruf, der sie aus ihrer Komfortzone zwingt. Niemand inkarniert, ohne zuerst einen Vertrag zu erstellen, den er selbst mit Hilfe von Führern und Lehrern abschließt. Spirituelle Verträge werden über Unterrichtspläne für ausgewählte Erfahrungen und Interaktionen abgestimmt,
die für das spirituelle Wachstum erforderlich sind. Verträge können geändert werden, aber nur wenige erkennen dies. Ungeachtet dessen, was das dreidimensionale Denken fördert, ist niemand auf der Erde, der Lustvorstellungen mit allen verfügbaren Mitteln genießen kann. Alles verläuft nach Plan. Zweifelt niemals daran. Physische Augen können nur das Material sehen, aber ihr erreicht durch eure innere Arbeit einen neuen Ort, an dem ihr beginnt, auf höhere Frequenzen zuzugreifen, die jenseits der dritten Dimension existieren. Viele von euch machen das schon. Zweifelt nicht, wenn ihr tiefe und klare Einsichten oder Erfahrungen habt, die euch bisher nicht zur Verfügung standen. Sie werden ihr, da das alte zellulare Gedächtnis gelöscht und Licht mit höherer Frequenz integriert wird. Ihr fangt an, euch bewusst mit eurem höheren Selbst in Einklang zu bringen, das in jedem Leben anwesend war, auch wenn ihr es größtenteils nicht kanntet. Sprecht mit eurem höheren Selbst, denn es hat von Anbeginn an liebevoll auf eure Anerkennung gewartet. Jeden Tag erwachen mehr Menschen und obwohl sie dies möglicherweise nicht den Menschen in ihrer Umgebung mitteilen, beginnen sie den Status quo in Frage zu stellen und nach besseren und liebevolleren Lebensweisen zu suchen. Der Zug der spirituellen Entwicklung hat die Station verlassen und schreitet voran. Jeder versucht, den Zug durch Hin- und Herlaufen in den Waggons zu verlangsamen oder zu beschleunigen, ist vergeblich. Wir möchten von Selbstliebe sprechen. Wir haben oft von Liebe gesprochen, was sie ist und wie sie ist. Aber auf Erden besteht nach wie vor ein großes Bedürfnis nach echter Selbstliebe, die nicht auf Selbstwert und Ego basiert. Bis ein Individuum nicht fähig ist, sich selbst zu lieben und zu respektieren, wird es ihm unmöglich sein, vollständig in die bedingungslose Liebe einzutreten, weil es sich aus dem einen herausgelöst hat und daher mit der Trennung in Einklang steht. Den Menschen wird von Geburt an beigebracht, dass bestimmte Verhaltensregeln eingehalten werden müssen, um von der Gesellschaft geliebt und akzeptiert zu werden. Wenn die Eltern etwas entwickelt sind, basieren diese Codes in erster Linie auf Liebe. Andere lernen Verhaltensregeln, die sich aus dichteren Glaubenssystemen ergeben. Jeder Mensch bringt seinen erreichten Bewusstseinszustand bei der Geburt mit sich, denn in Wirklichkeit seid ihr Bewusstsein und nicht nur physische Körper. Dies hat Auswirkungen darauf, ob und wie diese Verhaltensregeln akzeptiert und gelebt werden, weshalb die Eltern nicht immer für die Handlungen ihrer Kinder verantwortlich gemacht werden sollten. Jeder Mensch sucht ohne Ausnahmen nach Liebe und Akzeptanz, weil Einheit die Wirklichkeit ist, die der ganzen Schöpfung zugrunde liegt. Die Verwirklichung des Einsseins ist das, worum es in der Entwicklung immer ging. Jede Seele sucht von Haus aus, aber in der Regel unbewusst, die Ganzheit der Neuausrichtung mit dem Selbst, der Quelle, erneut zu erleben. Dies ist die Kraft, die die Handlungen der Menschen entsprechend ihrem Bewusstseinsniveau antreibt und steuert. Die Liebe, Akzeptanz und das Gefühl der Ganzheit, die jede Seele von Leben zu Leben suchte, ist bereits vollständig vorhanden, bleibt aber inaktiv und bleibt bis zur Bewusstwerdung unzugänglich. Wenn Liebe und Akzeptanz nur auf negative Weise empfangen werden, beispielsweise durch die Beteiligung von Gruppen oder einer anderen organisierten Gruppe, werden verzweifelte und nicht erwachte Individuen alles tun,
um Akzeptanz und Zugehörigkeit zu erfahren. Liebe und Ganzheit. Dreidimensionale Ideen, wie man Liebe und Akzeptanz erleben kann, werden normalerweise als abhängig von der Leistung gefördert. Konzepte, die den Einzelnen oft dazu bringen, alle Mittel dazu zu verwenden, schön, gut aussehend, reich, stark und mächtig und so weiter zu sein. Glauben Sie daran, sobald diese Dinge erreicht sind, dass Sie endlich das Gefühl der Vollständigkeit, Liebe und Akzeptanz erreicht haben, das Sie suchen. Diese Lieben zwingen sich oft in die Form, von der Sie glauben, dass sie sie würdig macht, indem sie sich oft von wahrer Individualität entziehen. Für einige, die spirituell bereit sind, können diese sinnlosen Übungen Teil ihres vorgeburtlichen Vertrages sein, der dazu gedacht ist, sie ein für allemal zu bewegen und nicht nur die Liebe außerhalb ihrer selbst zu suchen. Auf Drogen und Alkohol wird häufig zurückgegriffen, wenn auch nach menschlichem Erfolg ein inneres Verlangen nach mehr und ein Gefühl des Scheiterns besteht. Diese und andere Ablenkungen können den Schmerz vorübergehend lindern, aber diese Gefühle werden von Leben zu Leben anhalten, bis das entdeckt wird, was das Herz sucht. Die Sehnsucht der Seele, ganz zu sein, treibt die Menschheit fortwährend nach dem richtigen Partner, einem besseren Job, mehr Geld, mehr Schönheit, Macht und so weiter zu suchen. Was ihr als sich entwickelnde Schüler der Wahrheit nie aus den Augen verlieren dürft, ist, dass niemand jemals von der Liebe getrennt wurde oder werden kann. Sobald diese Wahrheit zu eurem lebendigen, atmenden Bewusstseinszustand wird, löst sich der Drang nach Liebe und Akzeptanz in den äußeren Dingen, Jobs, Partner, Geld, Bildung und so weiter auf. Nur Gott ist Liebe, und wenn ihr eine liebevolle Person seht, wisst ihr, dass es Gott ist, der sich durch sie ausdrückt. Liebe existiert jetzt vollständig in euch. Ihr seid es. Viele, die sich physisch, emotional, mental und sogar spirituell auf andere auswirken, haben diese unakzeptablen Eigenschaften bewusst oder unbewusst in sich erkannt, obwohl sie dies auf jede mögliche Weise leugnen werden. Selbsthass wird in der Regel als Gerechtigkeit verkleidet, die ein hohes Maß an Urteilsvermögen und sogar Gewalt gegen bestimmte Personen oder Gruppen mit sich bringt. Dieses Verhalten ist bei denen üblich, die sich an strenge religiöse Regeln und Vorschriften halten, was richtig und falsch ist. Wenn diese Lieben etwas in sich verdächtigen oder entdecken, das von ihrem engen Glaubenssystem geächtet wird, schlagen sie auf jemanden oder eine Gruppe ein, die diese Eigenschaften repräsentieren, um sich selbst und die sie umgebenden Personen davon zu überzeugen, dass das Problem nicht Teil von ihnen ist. Da die Energie sich immer mit der gleichen Energie, Einheit, abzustimmen versucht, ist das, was beurteilt wird, mit der gleichen Energie in der Person, die das Hassen und Beurteilen vornimmt, ausgerichtet. Andernfalls könnte keine Reaktion oder gar kein Bewusstsein für das Problem auftreten. Intensive persönliche Reaktionen auf eine Person oder Gruppe tauchen gelegentlich auf, selbst wenn sich jemand entwickelt hat, was zur Verwirrung und Schuldgefühlen führt. Dies geschieht, weil die Energie eines früheren Glaubenssystems immer noch im zellularen Speicher schwingt. Nutzt diese Art von Erfahrung ohne Urteil oder Schuld als wunderbare Werkzeuge, um Energien, die ihr noch im Bewusstsein habt, gründlicher zu untersuchen und zu klären. Wenn Menschen spirituell erleuchtet werden, erleben sie oft intensive Schuld über vergangene Handlungen.
Dies ist normal, wenn ihr die Welt mit erwachten Augen seht. Erfahrungen sind, wie Menschen spirituell wachsen und sich entwickeln, bis sie nicht mehr gebraucht werden. Gebt keine unliebsame Handlung der vergangenen Macht über euch, weil sie nur die Macht hat, die ihr beschließt, ihr zu geben. Alle Erfahrungen sind Schritte auf dem Pfad der Erleuchtung und ohne sie wäret ihr und die anderen Beteiligten nicht dort, wo ihr jetzt seid. Die Erdenschule ist eine Schule, die mit der Vorschule beginnt und in die Grundschule, Gymnasium, College und Universität wechselt. Dort erwerben die meisten von euch jetzt das Recht, andere zu unterrichten und zu unterstützen, wenn sie hinter euch auf der Leiter herankommen. Es ist niemals Weisheit, die Schule nach dem Abitur niederzubrennen oder sich zurückzulehnen und nichts im falschen Glauben zu tun, dass ihr angekommen seid. Entwicklung ist eine Gruppenanstrengung, eine, die wie viele individualisiert ist. Freut euch über eure Fehler, über die Teile von euch, die euch Scham beschert haben. Wir sagen nicht, dass es gut ist, mit Aktionen fortzufahren, die die Trennung widerspiegeln, wenn ihr es besser wisst, aber es ist an der Zeit zu akzeptieren, dass ihr gewachsen seid und aus diesen Erfahrungen gelernt habt, die euch jetzt qualifizieren, um anderen zu helfen, die sich mit den gleichen Themen befassen. Trotz vieler Lehren gibt es keinen richtigen Weg, spiritueller zu werden, weil ihr bereits so spirituell seid, wie ihr jemals sein werdet. Kein Pfad, Lehrer, Werkzeug oder Erfahrung kann euch spiritueller machen, als ihr bereits seid. Entwicklung ist einfach der Prozess des Erinnerns und Akzeptierens dieser Tatsache, bis sie zu einem permanenten Bewusstseinszustand wird. Wenn ihr zum Lesen dieser Botschaften geführt werdet, bedeutet dies, dass ihr bereit seid, eines und Millionen der Konzepte loszulassen, die die Welt in Bezug auf Spiritualität präsentiert, und weiterzugehen. Die meisten davon beinhalten den Blick auf eine Person, einen Ort oder etwas außerhalb von euch selbst. Akzeptiert die Realität von wer und was ihr seid und ewig sein werdet. So liebt euch selbst. Sich als selbst zu erkennen, ist Selbstliebe. Erlaubt allen Schattenanteilen ihre rechtmäßige Position als Vertreter einzunehmen, um darzustellen, was ihr damals geglaubt habt. Lasst alles, was euch dazu gebracht hat, euch weniger als zu fühlen, verblassen, und das Licht tritt an seine Stelle. Jeder muss nur sein höchstes Bewusstsein erreichen und das Beste tun, was er in allen Situationen kann. Es gibt einige, die nach wie vor aus einem herausgewachsenen Bewusstsein leben, um von anderen akzeptiert zu werden. Menschen entschieden sich für die Trennung, als sie die Erde als ihren evolutionären Weg wählten. Es gibt jene auf anderen Planeten, die sich ohne dreidimensionale Erfahrungen entwickeln. Wenn der Mensch sich vollständig auf die niedrigeren, resonanten Energien von Dualität und Trennung ausrichtet, kann der Mensch nicht auf die höheren Frequenzen seiner spirituellen Natur zugreifen. Dies ist der sogenannte Schleier, der verhindert, dass die meisten Menschen auf die höheren Frequenzen zugreifen. Das ändert sich schnell. Jede inkarnierende Seele kennt den Schleier, bevor sie sich für die Erdenschule entscheidet. Jene, die diese Botschaften lesen, haben viele dreidimensionale Stürme überstanden, lebten alle Rassen und beide Geschlechter und haben während ihrer ganzen Hunderte von Leben intensive Angst und Leid sowie Freude und Glück erlebt.
Aus diesem Grund werden die Menschen, die zu euch wegen spiritueller Hilfe gezogen werden, nichts Neues hören oder Schock und Bestürzung erfahren, weil sie dies in diesem oder einem anderen Leben bereits gehört oder erfahren haben, was euch zu einem Lehrer macht, der Wahrheit, Verständnis, Geduld und bedingungslose Liebe verkörpert. Wir sind die Arcturianische Gruppe. Und nicht vergessen, Spiritscape ist nicht kostenlos. Uns kostet es zum Teil unsere Nerven, unsere Energie, unsere Zeit, unser Geld und manchmal auch unsere Neutralität. Ihr wisst, was ich meine. Aber es geht natürlich um einen freiwilligen Energieausgleich und damit um eine gewisse Wertschätzung unserer Arbeit. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich. Liebe Grüße, euer Wolfgang.